Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir und heute gibt es endlich eure Musical.ly's Teil 9. Ihr habt so danach gefragt, ihr feiert die Reihe ja wirklich unfassbar und deshalb gibt es natürlich wieder einen neuen Teil. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, worum es geht, ihr könnt unter meinem Hashtag Cici's Reaktion auf Musical.ly ein Musical.ly posten und habt die Chance, in so ein Video reinzukommen. That's it. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und let's go! Would you let me lead you even when you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Das war ein Musical.ly mit mir und das war von meinem Fantreffen in Frankfurt, von meinem dritten Fantreffen. Und ich habe nicht ganz so mitgemacht, das habt ihr bestimmt gemerkt. Liegt daran oder das lag daran, dass mir übelst kalt war. Es war wirklich so unfassbar kalt. Meine Hände waren eingefroren und deswegen ist es mir etwas schwer gefallen, viele Musical.ly's zu machen. Aber ich habe trotzdem mit jedem ein Musical.ly gemacht. Und sie war auch, wie wirklich auch alle anderen Mädels, die da waren oder auch Jungs, sehr, sehr süß. Und es hat mich sehr gefreut, mit euch ein oder mit ihr ein Musical.ly zu machen. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sie ist auf jeden Fall ein hübsches Mädchen, würde ich mal sagen. Und sie hat das auch gut gemacht. Sie ist halt so wie ich, denke ich, einmal so der Typ für Lip-Sync. So diese typischen Handbewegungen machen und sowas. Aber ich fand das Musical.ly eigentlich relativ cool. Schneesturm des Todes bei denen auf jeden Fall. Ich finde die beiden sehr, sehr süß. Ich finde es generell sehr süß, wenn man mit seinen Freundinnen Musical.ly's macht. Und wenn ihr eine beste Freundin habt, dann schätzt das auf jeden Fall, Mädels oder auch Jungs. Auf jeden Fall richtig süß. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. Now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Die liebe Cheyenne, sie ist wirklich so eine der wenigsten, die ich auch so bewusst wahrnehme und kenne. Ich kenne zum Beispiel ihren Namen, ich kenne nicht von so vielen Fans die Namen, weil es einfach sehr viele sind. Aber ihren Namen kenne ich, weil sie super aktiv ist. Sie verfolgt mich super krass auf Musical.ly, guckt meine Videos, hat meinen Merch gekauft. Sie trägt da übrigens gerade mein Merch. Falls ihr meinen Merch noch nicht besitzt, der Link ist in der Infobox. Bald gibt es auch neuen Merch und es sind nicht mehr viele Teile verfügbar, also checkt die Infobox, das ist mein Online-Shop. Sie ist echt mega aktiv überall und supportet mich sehr krass. Und ich habe sie sehr, sehr lieb und das Musical.ly war auch sehr, sehr süß und sehr, sehr schön. Okay. Ja, diese typische Challenge eben, ne? Ich enthalte mich. Ich sag nichts mehr zu der Challenge. Ich mag die Videos nicht so gern. Diese langen schwarzen Haare und jedes Mal sage ich Maschallah. Ich wusste immer schon, dass diese Frau kein Standard war. Sie ist echt übel hübsch und sie macht es auch sehr, sehr gut. Diese ganzen Rap-Lieder sind halt einfach nicht so meins, Kurdo und Bushido und was weiß ich, wenn es da noch alles so gibt. Aber ich finde sie cool. Sie macht auf jeden Fall coole Musical.ly. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and tight. Oh, sie ist voll süß. Sie hat sich voll viele Gedanken vor dem Musical.ly gemacht. Sie hat genauso das gezeigt, was gesungen wird. Also auf jeden Fall richtig süß. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Is it bad, bad? Ein sehr kurzes Musical.ly, aber das, was gesungen wird, hat sie ja auch so eigentlich wiedergegeben. Es geht um Bad Love. Ja, also sehr kurz, aber trotzdem dafür, dass es so kurz ist, hat sie es gut gemacht, würde ich sagen. Pretty Little Liars. Ich liebe diese Serie, ja, wisst ihr ja. Ich finde das Lied nicht ganz so gut. Es erinnert halt immer an PLL, deswegen machen viele dazu ein Musical.ly. Ich finde, sie hat das Handy ein bisschen zu krass bewegt, aber so...
Sisi. Charlie würde jetzt sagen, beruhig dich. Aber die Bewegungen, die sie dazu gemacht haben? Wo ist Deutsch? Die Bewegungen, die sie dazu gemacht hat, die fand ich schon so an sich ganz gut. Aber sie hat mir persönlich das Handy zu viel bewegt. So. Ne? Okay. First let me hop out the motherfucking portion. Auf jeden Fall ein richtig cooles Musical.ly habe ich so auch noch nicht gesehen. Es gibt ja viele Musical.lys und da dappen die Leute. Aber so in der Art habe ich es noch nie gesehen. Das gefällt mir echt gut. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Anfang hat mir nicht so gut gefallen. Sie hat es ein bisschen mit zu wenig Ausdruck gemacht, hatte ich so das Gefühl. Aber dieses, wo sie diesen Schuss so gemacht hat und das Handy so runtergelegt, das fand ich richtig gut, weil sie das Handy halt noch so liegen gelassen hat und weitergedrückt hat und das dann so hochgezogen hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. War auch voll süß. Klar, man kann immer besser sein bei seinen Musical.lys. Es gibt immer irgendwas, was ausbaufähig ist, sage ich mal. Aber man macht Musical.ly ja auch nicht, weil es perfekt sein soll, sondern einfach, weil es Spaß machen soll. Und das Musical.ly war einfach süß. Ich finde, er hat es richtig gut gemacht. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, einfach so, ihr kennt das bestimmt auch, man guckt sich Musical.lys an und entweder ist so dieses und es gefällt dir oder du sagst so, es ist okay, aber es ist nicht so der Burner. Aber es hat mir einfach gut gefallen. Ich finde, es hat er cool gemacht. So, ich finde, da hat einfach wirklich alles gestimmt. Auch wenn der ein oder andere jetzt so sagt, ja, so toll war das Musical.ly jetzt auch nicht. Ich finde, es gibt bessere. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Zu dem Song bzw. zu dem Musical.ly habe ich auch mal ein Musical.ly gemacht. Ich finde es wirklich richtig cool und das hat sie auch gut gemacht. Es ist halt ein kurzes Musical.ly, man kann nicht viel dazu machen, man kann eigentlich nur lachen oder irgendwas Cooles zeigen. Aber ja, es war nicht schlecht, jetzt gut gemacht, würde ich sagen. Ich liebe das Lied, ich finde das so schön. Sie hat es echt gut gemacht. Ich finde, sie hat gute Handbewegungen dazu gemacht zu dem Musical.ly. Also es ist auch ein Musical.ly, was mir sehr gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das einfach gerne, wenn beim Lip-Sync so die Handbewegungen 1:1 passen. So zum Beispiel Eyes und Say, so. Ihr wisst, was ich meine. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you. Den Song auch sehr gern, muss ich sagen. Es gibt bessere Musical.lys, das hat mir jetzt auch nicht so zu 100% gefallen. Wenn ich Punkte von 0 bis 10 geben würde oder müsste, dann würde ich ihr eine 7 geben oder eine 6. Weil man merkt auf jeden Fall, sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat sich überlegt, was sie machen kann, sich das Lied wahrscheinlich vorher auch nochmal angehört und sich überlegt, was dazu passen könnte. Aber es gab zum Beispiel auch so das ein oder andere Wort, was nicht zu ihren Bewegungen gepasst hat, ist aber auch nicht schlimm. Es ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint, es sollen ja nur Tipps für euch sein und es ist ja auch nur meine Meinung. So unfassbar süß, sie ist auch so ein treuer Fan und ihren Namen kenne ich auch, sie heißt Nora. Sie hat eine Fanpage für mich, sie hat meinen Merch, also sie ist echt so krass, sie unterstützt mich so sehr. Sie war bei meinem Fantreffen, sie hat mir ein riesiges Fangeschenk gemacht. Ich bin ihr so unfassbar dankbar, ich habe sie so sehr lieb, dass sie mich so sehr unterstützt. Und ich kann zu dem Musical.ly nur sagen, es war wunderschön. Es ist einfach so. Welcome to the room of people who have rooms of people that they loved one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You'll never know the psychopath sitting next to you. You'll never know the murderer sitting next to you. Das Musical.ly ist auch richtig gut gelungen, muss ich sagen. Also finde ich persönlich, weil die Bewegungen einfach gestimmt haben zum Text. Also sie hat gute Bewegungen oder sie hat sich eine gute Choreo einfallen lassen, finde ich. Star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.
hat mich gemalt, beziehungsweise sie hat mich bei den Topmodel-Büchern ausgemalt. Ein Outfit von mir. Unglaublich süß. Ich habe das früher auch immer gemacht, in so Topmodel-Büchern gemalt. Sehr, sehr süß. So Leute, und das war's auch schon von dem Video. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und vielleicht auch etwas unterhalten hat. Falls ihr kein Teil dieses Teils wart, ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt weiter unter dem Hashtag mitmachen. Ich werde die Reihe natürlich fortsetzen. Ansonsten war's das von dem Video. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Ah, und ihr könnt mir auf Insta folgen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Weil zu dem Zeitpunkt sind wir gerade 20.500, glaube ich, oder so. Und fast die 21.000. Also folgt mir auf Insta. Ich heiße dort CCLYT. Und das war's jetzt wirklich mit dem Video. Also danke fürs Zusehen. Bye!